Dann hau ich dir volles Pfund aufs Maul. So am I still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play for Fun von Sacred 2. Das bin ich nämlich momentan am Zocken. Das habe ich mir vor kurzem gekauft, spiele das alles zum ersten Mal gerade. Habe mir einen Schattenkrieger gemacht und so sieht der jetzt mittlerweile aus. Ich bin gerade auf Stufe 7, also bin noch relativ am Anfang und mache gerade die Quest der Koboldfürst. Und ich habe mir ganz einfach gedacht, nachdem ich dieses komplette Koboldlager ja gerade auseinandergenommen habe, komm, machst du jetzt mal noch ein kurzes Let's Play for Fun. Ich gehe mal davon aus, dass das nicht gerade sehr lang wird. Ich bin nämlich schon direkt vorm Koboldfürst. Ich muss hier noch ein paar Meter gehen und dann kommt der. Den werde ich euch jetzt allerdings zeigen. Bam. So. Ich habe hier so einen Hammer. Einen Kriegshammer. Aha, da ist ja schon der Koboldfürst. Oh. Was macht der denn? Alter, ist der groß. Okay, da kämpfen wir mal gegen den. Zack. So, hier liegen jetzt keine Untoten, aber der hat gar nicht so viel Leben. Ne, der ist eigentlich nicht so stark, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. Also ich habe eben schon gegen so einen Greif gekämpft. Und das war auch ein Boss. Der war auch nicht gerade stark. Habe ich ihm nur ein paar Heiltränke müssen verbrauchen. Und vor allem habe ich den fast nie getroffen, aber hier den Koboldfürst, den treffe ich ja immer. Koboldfürst Gahanka heißt der Kerl. Ja, also wirklich schwer ist das hier nicht. Jo, das packen wir auf jeden Fall, das ist ja schon mal eine gute Sache. Also der Greif hat wesentlich länger gedauert. Da habe ich zwar auch locker geschafft, aber da habe ich ein paar mehr Heiltränke verbraucht. So, ich will mal noch ein paar Screenshots machen von dem Koboldfürst. Deswegen zoome ich jetzt hier mal noch ein bisschen ran. So. Habe ich den auch mal noch abgelichtet hier. Gut. Für die, die es interessiert, heute kommt auch noch ein Part Let's Play Together, Drakensang Online, denn mittlerweile habe ich da einen Partner, der mitmacht. Ah shit, jetzt treffe ich ihn nicht mehr und er regeneriert sein Leben. Relativ schnell sogar. Das heißt, wenn ich ihn zu lange nicht treffe, den guten Koboldfürst, dann regeneriert er sein Leben. Ich könnte jetzt auch meine Einhandwaffe nehmen. Ich gehe mal stark davon aus, dass ich ihn damit öfter treffen wird. Aber gut. Das war's mit dem Koboldfürst. So, dann mache ich den hier noch gerade tot und guck mal, was er so gedroppt hat, der Gute. So, jetzt haben wir direkt mal ein Problem. Wie ihr seht, ist mein Inventar voll. Das müssen wir jetzt irgendwie lösen, dieses Problem. Moment, wie machen wir das hier? Aha, hier ist noch ein Platz. Ups, was habe ich denn da jetzt genommen? Nein, 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 das ist aber alles falsch. So, das kommt dahin. Und hiermit haben wir jetzt schon mal ein bisschen Platz jetzt geschaffen. Das hier wollte ich wegschmeißen. Also die nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal. 30 Gold können wir auch nehmen, was das andere, was er noch hat. Ah, wir konnten alles mitnehmen. So, was waren das jetzt? Seltener Durk der Tödlichkeit. Gut, mit dem kann ich nichts anfangen. Der ist zu schwach. Und was war das andere? Ah, der Hüftgurt, oder? War der das? Oh, jetzt habe ich schon gar nicht, keine Ahnung, was es war. Naja, egal. Das war's an dieser Stelle dann auf jeden Fall mal wieder mit Let's Play for Fun von Sacred 2. Mal gucken, wenn es euch gefällt, dann mache ich vielleicht nochmal so ein Part bei irgendeinem anderen Bossgegner irgendwann mal. Wird dann aber auf jeden Fall noch ein bisschen dauern, bis ich wieder dann so ein Video mache. Wir sehen uns im nächsten Video, was wahrscheinlich Drakensang Online sein wird. Also, bis dahin, ciao.